Ist es jetzt ein Bus oder ein Zug oder sogar ein bisschen beides? Die Buszüge der VBSG sind mittlerweile 2 Minuten im Einsatz. Für den Jonas aus Wittenbach war das zuerst ziemlich verwirrend gewesen. Wenn jemand klingt, jetzt weiss ich nicht, ob ich soll hinten in den Waggon einsteigen oder vorne einsteigen, weil ich nicht mehr dem Buschauffeur sagen. Und das ist etwas Neues, muss ich mich zuerst daran gewöhnen. Daran gewöhnen hat sich auch Andrea Zillig müssen. Sie ist seit 17 Jahren Chauffeur bei der VBSG und schnell ein Fan geworden vom Buszug. Ich finde ihn super toll. Der Motor ist lässig eingestellt, der Drehmoment ist perfekt zur Zeit. Er tut sich sehr schön ein. Also ich liebe ihn zur Zeit. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen mit dem langen Spiegel, den wir haben. Knapp die Hälfte der Passagiere fahren im Anhänger mit und nicht im gleichen Wagen wie die Chauffeure. Bei der Einführung der neuen Buszüge ist Andrea Zillig darum zuerst skeptisch gewesen, wie gut das funktioniert. Was ich am Anfang befürchtet habe, ist, dass es im Anhänger ein Problem gibt, abfallmäßig, irgendeine Unruhe oder was auch immer. Aber unsere Fahrgäste sind wie immer sehr flott und lässig und vor allem die Jungen sind super cool. Buszüge hat die VBSG vor allem gekauft, um flexibler zu sein beim Einsatz. So kann am einen Tag der Bus ohne Anhänger unterwegs sein und am anderen Tag auf einer Linie mit mehr Passagieren mit dem Anhänger. Bis jetzt war der Anhänger aber immer dran gewesen. Wie gut das flexible Modell funktioniert, sieht man laut Ralf Eigenmann den erst in den nächsten Jahren. Das Einzige, was sich jetzt schon zeigt, ist einfach, dass sie zum Fahren sehr gut sind, sehr komfortabel sind, weil sie halt spurtreu sind. Der Anhänger fährt immer schön im Bus nach und schneidet die Kurven nicht so wie ein Gelenkbus. Als Passagier merkt man das nicht direkt. Der Buszug kommt aber trotzdem gut an. Ja, es ist ein bisschen geräumiger, wie man sich das so gewöhnt ist. Aber wirklich da mit dem Grüezi sagen, das hat mich wirklich ein bisschen durcheinandergebracht. Also viel Platz und Leute, ja. Es ist meistens nicht ganz so überfüllt. Ansonsten finde ich nicht einen grossen Unterschied. Neue Wege natürlich, also angenehm. Angenehm ruhig ist die Fahrt auf jeden Fall. Und der Jonas kann sich immerhin noch von den anderen Passagieren verabschieden. Ade miteinander. Wiedersehen.